Grüß euch. Neues, na? Viele, viele Gedanken Viele Wiederholungen. und Erkenntnisse, was man bis jetzt gar nicht beachtet hat. Es geht eigentlich nur um die einfachen Sachen, um das Jetzt. Ja, Um genau. das geht's. Da kann ich immer wieder sagen, das ist, Bewusstsein schaut einfach nur. Ja. Ja. Und das Interessante ist, was du anschaust, ist dein momentanes Wissen. Genau. Die Genau. Betonung liegt auf das Moment, auf dem Momentan. Ja. Und um das zu sehen, brauchst du kein Wissen, sondern du musst Bewusstsein sein. Ja. Mit Wissen hat es nichts zu tun. Sobald sich Wissen einmischt, interpretierst du das bestehende Wissen und durch deine Interpretation verändert sich dein Wissen. Das ist diese Rückkopplung. Da schwingt das Ganze. Genau. Du musst auch immer wieder, mach dir bewusst, was jetzt da ist. In diesen zwei Bereichen gedacht oder sinnlich wahrgenommen und schau, wie du darauf reagierst aus dem Doppelschritt, wie du jeden Moment interpretierst und durch deine Interpretationen, da haben wir auch zwei Seiten, einmal Reizauslöser, wo du keinen Einfluss drauf hast, wenn das Telefon klingelt, aber die große Masse an Veränderungen erzeugst du durch Interpretation. Das ist, da gibt ein Gedanke im nächsten. Du Ja. kriegst Reiz, Klingelingeling Beispiel. Du kriegst Genau. dann Gedanken. Dann fragst du dich, wer ruft mich jetzt an? Dann denkst du ans Telefon, dann gehst du ans Telefon, dann hast du wieder neue Reizauslöser, neue Geräusche. Wenn da Geräusche rauskommen aus dem Hörer, dann interpretierst du wieder und dann schwingt sich das hoch. Ja. Das ist nichts anderes. Genau. Genau Dann so. dem, der das erlebt, verändert sich dabei gar nichts. Die 200 Gramm rote Knete bleibt immer gleich. Ja. Ja. Das ist das Geheimnis. Und das wird eigentlich, wenn man tiefer geht, wird es in diesen ganzen heiligen Schriften, in jedem Moment wird es präsent. So ist ja. Diese Bücherregalmetapher ist so tief, wenn ich immer sage, auch hier jetzt, wenn du dieses Gespräch ist eine Datei, musst du umdrehen. Wenn ich immer wieder sage, da wird jetzt aufgenommen und du kannst es nur jetzt anhören. Ja. Und du reißt es jetzt in dem Moment natürlich, streichst du die Aufnahme weg und du hörst es bloß. Aber das, was du jetzt hörst, ist eigentlich schon eine Datei, das ist schon drauf gewesen, das Gespräch, bevor es begonnen hat. Ja. Und bevor meine ich nicht zeitlich, sondern Genau. tiefer, in der Hierarchisch. tieferen Ebene in der Hierarchie, wenn du die Zeit umdreht hast. Ja. Alles, was in dir auftaucht, ist auf dir drauf. Ja. Genau. Ja. Und da ist jetzt die Veränderung, ist, wo ich immer wieder sage, man versucht ständig, das ist wie beim Spieler, du veränderst ständig deine Informationen durch Reaktionen, du reagierst aber immer normal, du kannst neue Sachen erschaffen. Das, wo ich es auch in dem Videospiel. Das ist, ich mache jetzt ganz kurz nur diese Holger-Andrea-Geschichte, wo ich sage, der Holger, wenn anders reagiert hätte, hätte er komplett anders Leben gekriegt, hätte er mit der Andrea glücklich werden können. Der Spieler Andrea natürlich auch mit dem Holger glücklich werden können. Das heißt, du hast den Spielercharakter und dieser Spielercharakter bestimmt letztendlich die Veränderungen, die erlebt werden, von dem Geist, der mit diesem Charakter arbeitet. Was jetzt aber ist, dass diese Veränderungen, die für den, der die im Moment jeweils in ständig wechselnden Momenten erlebt, zwar neu erscheinen, aber in Bezug auf das Konstruktprogramm, wo das aufgeschmissen wird, gar nicht neu sind. Genau. Wenn ich Ja, jetzt falsch. ganz weit zurückgehe, nochmal schon hier in der Schattenfrau, dieses alte Black and White Videospiel, das war ja ein sehr rudimentäres Videospiel, da war das Prinzip schon, dass die Welt, die der Spieler erlebt, während er spielt, verändert sich durch die Art und Weise, wie er spielt. Wenn er einen guten spielt, dass er gut agiert, dann wird er immer farbenprächtiger. Und wenn er böse oder schlecht agiert, wird er immer finsterer und immer böser. Ja. Da ist schon rudimentär drin, dass die Welt das Spiegelbild ist vom Charakter des Spielers. Ja, genau. Aber das ist auf dem Konstruktprogramm drauf. Das heißt, alles, was dir dann neu erscheint, ist eigentlich in Bezug auf das Konstruktprogramm nicht neu. Wenn du elementar was verändern musst, musst du das Konstruktprogramm verändern weiter. Das Programm kann aber nicht die Figur, die sich im Videospiel befindet, verändern. Es kann auch nicht der Spieler verändern, weil unser Spieler symbolisiert ja nur das große blaue Ich. Das ist ja schon ein Programm, ein Konstruktwerte- und Interpretationssystem. Du musst jetzt zu dem Geist werden, der anfängt, sein Programm zu erweitern. Das erfordert, dass du unlogische Sachen machst. Und Ja. diese unlogischen Sachen, die du machst, die nicht auf deinem Programm drauf sind,
Das ist das erste Mal, dass du deine Freiheit nutzt als Geist. Ja. Solange du logisch bist, bist du unfrei, weil deine Logik diktiert dir dein Programm, dein Intellekt, dein Schwamminhalt. Der diktiert dir deine Logik. Und die Freiheit wäre, dass du was machst, was dir deine Logik nicht vorschreibt. Genau. Das ist immer wieder, wie oft habe ich schon gesagt, zum Beispiel dieses Liebe deine Feinde. Ja. Das schreibt dir deine Logik nicht vor. Ja. Oder diese absolute Vergebung, wenn ich mir hier in den normalen Welt, die wir uns ausdenken, in die Filme immer nach, die Menschen nach Gerechtigkeit streien. Es muss doch der Gerechtigkeit Genüge getan werden. Die ganzen Gefängnisse, die Todesstrafen, all das ganze Zeug, Recht sprechen, weil die vollkommen falsch ausgelegte Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Das bezieht sich nicht auf einen ausgedachten Sünder, sondern auf den Sünder, der sich das ausdenkt. Ich sage immer, all deine Richtersprüche werden an dem vollstreckt, der du zu sein glaubst, bis du anfängst, Vergebung zu lernen. Ja. Das muss man verstehen. Ja. Das sind Normen austauschbar, ohne Wenn und Aber. Schau, wie deine Welt ist und dann weißt du, wie dein Charakter ist, wie fehlerhaft dieser Charakter noch in Bezug auf die heilige Liebe. Ja. Und das gilt für jede Kleinigkeit, wo du nicht einverstanden bist. Ob das körperliche Schmerzen sind, das Einzige, was du meinst, es läuft irgendwas verkehrt, weil du einseitige Vorstellungen hast. Heiligkeit hat nichts mit einer Einseitigkeit zu tun. Jede Art von einseitiger Perspektive ist die Entheiligung von dem darüberliegenden Chat. Ja. Dieses Chat ist wiederum nur eine Facette von noch einem höheren Chat ist. Ein Buchstaben, den du anschaust, ist immer nur eine Facette aus einem Wort. Und ein Wort ist eine Facette aus einer Zeile und eine Zeile ist eine Facette aus einer Seite, eine Seite ist eine Facette aus einem Buch, ein Buch ist eine Facette aus einem Bücherregal. So baut sich das Ganze auf. Das ist transversal in einer Hierarchie aufgebaut, wo jetzt natürlich man meint, die Vielheit ist unten, das ist aber gar nicht, das ist ja die heilige Einheit. Ja. Weil sobald wir uns das Bücherregal denken, ist das ja schon wieder was Ausgedachtes, was Existierendes. Genau. Und so wieder selbst jetzt, wenn die kleine Metapher, wenn man versteht, wenn ich einen Film anschaue und ich weiß jetzt, das sind nur ständig wechselnde Bilder im Jetzt, dass diese ganzen Bilder, wenn ich an den Film denke, der natürlich erst in dem Moment zu existieren anfängt, die Datei, wenn ich an die denke, dass da alles gleichzeitig ist. Oder wenn du Musik hörst, jeder Ton ist ein Zerrasten, ein Zerspringen einer Einheit, das ist das Heilige im Hintergrund. Genau. Ja. Das löst von dem zwanghaften chronologischen Denken. Das heißt nicht, dass man nicht chronologisch denkt. Das hat ja auch einen Sinn. Das wäre schon wieder, dass du mit was nicht einverstanden bist. Du musst es bloß bewusst machen. Darum sage ich, die Fähigkeit, dass du Gedanken, die du jetzt denkst, ganz bewusst um dich herum in Raum und Zeit verstreuen kannst. Und ich sage dann immer wieder, es spielt keine Rolle, ob du dir das räumlich oder zeitlich woanders hindenkst. Es ist einfach nur ein Entfernen, ein bewusstes Entfernen. Ja. Ich weiß, es ist trotzdem hier und jetzt. Ja. Egal, was ich denke. Für Existenzen gibt es kein Vorher und Nachher. Alles, was existiert, kann immer nur hier und jetzt existieren. Auch wenn ich es mir woanders hindenke. Ja. Da kann ich tausendmal sagen, solange du in dem Wahn lebst, dass du meinst, du hättest mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Jetzt schau mal, was du dir denkst, wenn du an die Welt denkst, an die Erdkugel denkst, an das heliozentrische Weltbild denkst, an Neandertaler denkst. Das ist die Entgeistigung. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Mit wem sollte den Gedanken sonst was zu tun haben? Zuerst einmal mit dem, der sich die Gedanken denkt. Und dann kann man sagen, wo kommen meine Gedanken her? Was da extrem reingrätscht, sind die vier Stufen der Vergessenheit, sobald du es mit sinnlich wahrgenommenen Informationen zu tun hast. Das sind genauso Informationen wie die feinstofflichen, wenn du was denkst. Und jetzt schau mal, wenn ich das erste Mal zu dir gesagt habe, jetzt denk an ein Osterhasen oder an ein grünes Maßmännchen. Jetzt denk an eine Erdkugel, an Neandertal, an den Eiffelturm. Du wirst feststellen, diese Worte, die du jetzt hörst, lösen in dir Vorstellungen aus. Aber das kann nur funktionieren, weil du in deinem Schwamm via Computerprogramm diese Daten drauf hast. Ja. Hätte man dir jetzt normal gesprochen niemals was von grünen Marsmännchen, vom Mars erzählt, wüsstest du gar nicht, dass ein Mars existiert.
Den hat auch noch nie einer gesehen. Dieser Bruch des zweiten Gebotes ist so unendlich massiv. Ich weiß nicht, wie viele tausendmal ich gesagt habe, was soll ich dir die 10 Gebote erklären, wenn du nicht einmal das erste und das zweite akzeptierst. Genau. Durch deinen Glauben, der dir hundertprozentig sicher erscheint. Das ist sicher. Die Figuren sind wahnsinnige, die Figuren in deinem Traum, die immer hier und jetzt in einem ständigen Wechsel in Erscheinung treten, je nachdem, an wen du denkst, selbst wenn du an das denkst, was du zu sein glaubst, das ist ja auch nur eine Information. Wieso? Ja. Diese Verbundenheit sind wahnsinnige. Ja. Jeder in seinen eigenen Wahn. Genau. Und die Ursache ist letztendlich der Wahn des Ersten. Ersten meine ich jetzt nicht den roten Ersten, sondern den ersten blauen. Ja. Das erste blaue Ich, den kann ich ja auch den Ersten nennen. Mhm. Ja. Darum haben wir ja männliche und weibliche Zahlen im Hebräischen. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Unser Echad. Die männliche Eins ist auch die Spitze. Mhm. Wie immer wieder sagt, du musst auf dieser Spitze balancieren. Mhm. Beal, da steht schon in Gott, in dem Nichts. Und wenn du dich gedanklich zu weit nach vorne beugst, dass du ständig an die Zukunft denkst, fällst du runter. Genau. Wenn du dich ständig nach die Vergangenheit orientierst, nach hinten beugst, fällst du runter. Wenn du nur rechts oder links orientiert bist, fällst du runter. Du musst versuchen, in der Balance zu bleiben. Das ist die heilige Mitte. Die weibliche Acht mit dem Chedé hinten, mit dem Taf hinten, das heißt, in Schrecken versetzt man. Genau. Das ist der erste, an den du denkst, wenn du an dich denkst, blau gelesen. Der sich aber diesen blauen Ersten ausdenkt, das ist der rote Erste. Ja. Der ist immer. Ja, ja. Sehr simpel, mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Ja. Genau. Und dann kommt schon wieder die Schwäche, dass man meint, man müsste jetzt irgendwen im Traum fragen und wieder bestätigen, weil man nicht den Mut hat, der erste rote Erste zu sein, der bestimmt so ist. Es ist egal, was die Figuren in meinem Traum sagen. Mhm. Genau. Ja. Diese absolute Gewissheit, dass ich rot geschrieben immer bin, egal an was ich denke. Und dass alles, was ich denke, eigentlich immer nur ist, wenn ich es denke. Mhm. Sofort überprüfbar. Ja. Jetzt frag dich einmal, was da in dir drin ist, das dich permanent, absolut massiv daran hindert, das als die einzige Wahrheit anzusehen. Mhm. Das ist das Geschwätz vom Zweiten. Ehrlich? Das sind dann die anderen. Ja. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Genau. Ja. Da wird der Sephirot-Baum wird nochmal, ich könnte jetzt da so tief reingehen, wenn wir hier so Kleinigkeiten machen, wenn man sich das im hebräischen Original des Sefer Yetzirah zum Beispiel anschaut, dass du plötzlich auch merkst, dass die ganzen Juden bloß nachplappern. Dieses, was macht einen Unterschied zwischen einem tiefgläubigen orthodoxen Juden und einem Katholiken und einem Protestanten oder einem Zeugen Jehovas aus? Ich habe ein paar Mal schon angesprochen, die Religionen, die Schriften als Ding an sich, die sind alle in Ordnung. Die sind in einem gewissen Maß alle Facetten einer größeren Heiligkeit, Spezialisierungen wie Fachgebiete oder Sinnesorgane. Aber du hängst auch hier nur in einer Vereinzelung und äffst dann was nach. Und alles Leid in der Welt ist entstanden, ganz bewusst entstanden, durch diese einseitige Rechthaberei. Ja, genau. Die Rückkehr ist dann die Freude. Es ist immer wieder, ich brauche, um am Essen Freude zu haben, brauche ich Hunger. Ja. Hunger ist in einer einseitigen Definition was Leidvolles. Aber erst das macht Essen zur Freude und zu einem Genuss. Ja, ja. Genau. Und der Rest, die Verwandlung, das sind halt so Sachen, man kann gerade immer, wenn dann die Prüfungen kommen, wo ich sage, das Loslassen ist so wichtig. Loslassen, lerne loslassen bei Kleinigkeiten. Früher habe ich das immer Babyschritte genannt. Ja. Einfach sich einmal bewusst machen. Du musst an dem Leben gar nichts verändern. Es verändert sich von selbst. Es verändert sich bloß in der Regel so, wie du steuerst. Und damit hängst du praktisch hier in ein Gefängnis. Ja. Das kann unendlich erscheinen. Aber du hängst trotzdem in ein Gefängnis. Ja. Das ist die alten, die Beispiele, ich habe dir so oft erklärt, das ist, wenn ich immer wieder sage, jede neue Situation nenne ich einfach einmal eine Zahl. Eine Zahlenreihe. Wenn der Computer mit 5 Schritten arbeitet,
Und ich sage jetzt, du hast irgendeine lange Zahlenreihe, die wir durch 5er Schritte generieren, wird diese Zahlenreihe immer mit 0 oder 5 enden. Ja. Du kannst jetzt noch unendlich viele Bilder dazu machen, neue, noch längere Zahlenreihen dazu machen, die du noch nicht kennst, aber du wirst immer nur Zahlenreihen haben, die mit 0 oder 5 enden. Ja, ja. Mhm. Du wirst nie wissen, was 3, 4 ja. oder 9 ist. Genau. Mhm. Das ist jetzt eine grobe Metapher. Ja. Das wäre was vollkommen Neues. Du brauchst einen anderen Vorstellungsmechanismus. Mhm. Und ich sage, den brauchst du eigentlich gar nicht, den hast du schon. Du müsstest dich bloß lesen, von diesen 2 Seiten unmöglich und hundertprozentig sicher. Mhm. Das käme ja. jetzt um. Du erkennst schlichtweg, dass alles, was dir bisher als unmöglich, falsch und verkehrt erschienen ist, auch möglich ist und richtig ist. Das sind alternative Fakten. Fakten sind hier und jetzt überprüfbare Tatsachen. Ja. Ja. Man muss bloß geistig beweglich machen. Wirklich. Mhm. Jetzt ist es, das ist ja im Sefer jetzt hier, da heißt es ja dann so bei dem JHWH, da habe ich ja hier noch ganz kurz reingesehen, wenn du das gesagt hast, wenn ich J mache, habe ich ja 10 und das HWH ist 16. Mhm. In dem HWH stecken unsere 16 Perspektiven schon mit drin, die ich angesprochen habe. Mhm. Und da heißt es dann im Sefer jetzt hier, da tausche die Buchstaben von den Jahwe aus, wenn wir das einmal, Toni, du hast das ja studiert. Das habe ich ja noch sehr reduziert, weil ich sage, wir tauschen da momentan nichts. Wir schieben das bloß zusammen und machen kleine Kollektionen hier in Du bist ich, wo ich das im Deutschen ganz grob mal versuche zu erklären, wie man Sprache zippt. Mhm. Und ich habe da noch gar nicht erwähnt, du kannst dich natürlich dann austauschen auch noch. Genau. Geh sie von rechts nach links, von links nach rechts. Das ist eben, weil du, wie wir unsere Tasse drehen, diese 16 Perspektiven, dieser Aufbau. Und dann wirst du aus demselben Ding, das du jetzt vorliegen hast, wirst du komplett unterschiedliche Vorstellungen kriegen. Mein Beispiel mit dem Krebs, das ist nichts anderes. Genau. Da tauscht man noch nicht mal was an die Buchstaben aus. Das sind ja bloß Interpretationen. Mhm. Aber die Grundenergie im Hintergrund, was du merken, kann diese Vorstellungen aufbauen. Mhm. Und so immer wieder, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Mhm. Und man muss natürlich jetzt die Reife dazu haben. Und es muss auf deinem Programm drauf sein, weil es auch du lernst, so wie in der Schule. Das ist wie Berufe. Du kannst nicht alle Berufe in einem Leben lernen. Mhm. Darum erfährst du dich in unendlich vielen Leben und zwangsläufig auch in unendlich vielen Spezialisierungen und Fachgebieten. Ja. Mhm. Und das ist natürlich so kaputt gegangen in diesen Geldwagen. Wenn du Menschen jetzt reden hörst, und das ist der erste Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, dass wirklich die ganze Elite der Welt meint, Welt kann nur existieren, weil es Geld gibt. Ja. Du weißt, ich habe vor 25 Jahren gesagt, was ist Geld als Ding an sich? Nichts. Das ist ein Wahn. Du kannst Geld nicht essen. Diese alten Sätze von Weisen, von dem Indianer, jeder kennt diese banalen Sprüche, wie man das so sagt, diese billigen Kalenderblattweisheiten. Ja. Aber es ist doch definitiv so. Ja. Es ist das Geld als Ding an sich, ist bloß eine Triebfeder für Menschen, was zu tun. Selbstlosigkeit für andere, was zu tun, weil ich weiß, dass alles, was ich für andere tue, tue ich für mich selber. Mhm. Die Welt der Zukunft wird ganz anders aussehen. Ja. Mhm. Mein schönes Beispiel aus dem Raumschiff Enterprise, aus dem Kinofilm. Ja. Wo sie dann den Captain Zeitmaschine aus der Vergangenheit in das Schiff kommt. Und sie fragt dann den Käpt'n, wie verdient man eigentlich hier und jetzt? Glaube ich von 1988 oder was das war. Und sie ist jetzt im Jahr 2400. Ich mache jetzt einfach mal die Zahlen, ohne die festzumachen. Und er sagt, das haben wir vor 400 Jahren schon abgeschafft. Dass irgendeiner für Geld arbeitet. Mhm. Die Positionen, die einer besitzt, die besitzt aufgrund von fachlicher Fähigkeit. Mhm. Mhm. Genau, ja. Ich habe da so schmunzeln müssen jetzt mit dem Coronavirus in der Bild-Zeitung. Haben sie den Expertenstab der Bundesregierung, den Expertenstab. Und dann ist die Ministerin und die Ministerin, das sollte dir doch mittlerweile klar sein und jetzt ohne sich darüber aufzuregen, weil wir denken uns das bewusst aus, es ist ein reines Postengeschachere, wo hier einer einen Posten kriegt, der nicht ganz dieses Fachgebiet studiert hat, sondern der schlichtweg und einfach sich hochgeschleimt hat innerhalb der Partei, so beim Posten verteilt. Genau.
Mach jetzt nur unsere von der Leyen. Das sind immer wieder so Sachen. Muss dir doch irgendwann einmal klar sein, wie kann innerhalb einer von 2, 3 Monaten von der Familienministerin hier wechseln? Was war da das Erste? Die Verteidigung, die war Nummer eins dazwischen und jetzt ist er hier in Brüssel. Ja. Unglaublich. Es ist nur Postengesellschachere. Es ist alles Machtgeilheit durch die Bank. Speichellecker. Ja. Ein Fähnchen in den Wind nach dem Wählerstimmen. Die Menschen, die Zombies da außen, haben die Meinungen, was in Zeitungen, was sie je nach ihrem Charakter halt für Informationsquellen, Medien und das sind, wo sie benutzen und sich vollsaugen. Ja. Aber das eigentliche Problem erkennt gar keiner. Kann ich das alles überprüfen, was ich mit meinem Glauben verwirkliche? Selbstverständlich, ich kann alles verwirklichen, was ich auf meinem Glaubensprogramm habe. Genau so ist Wo ich immer wieder sage, bis im materiellen Bereich rein. Aber dann kriege ich es halt nicht mit, dass ich das mache, weil es mir alles, was ich mache, logisch erscheint. Genau diese Logik ist das große Problem. Du musst erst einmal akzeptieren, dass es sinnlich wahrgenommene Information genauso eine Information ist, wie wenn du bloß was denkst. Und noch einfacher, das ist, diese Beispiele sind so unendlich einfach. Ich wiederhole nochmal unser Zettel, wo einfach nur Namen draufstehen. Ja. Politikernamen zum Beispiel. Und jetzt schau mal, wenn du dir jetzt Menschen ausdenkst, ist dir klar, dass jeder, der diese Namen liest, baut sich aufgrund dieser Namen eine ganz bestimmte Vorstellung von einem Charakter ab. Ja. Auf in sich selber. Ja. Ein Plus oder ein Minus, einen guten oder einen schlechten. Das, was er in sich aufbaut, hat er gar keinen Einfluss drauf. Das macht sein Intellekt, den er zum Denken benutzt. Das ist aber nur Wissen vom Hörensagen. Und warum ist es so, weil wir uns das jetzt ausdenken? Jetzt fängst du an, bewusst zu denken, weil jeden Menschen, den du dir denkst, der wird erst einmal so sein, wie du in dir denkst. Aber Ja. so weit hat noch nie einer gedacht. Ja, genau. Das gilt jetzt nicht nur für die Politiker, die ich mir ausdenke, wenn ich einen Politikernamen lese, sondern das gilt jetzt auch für die, die ich mir ausdenke, die Politikernamen lesen, weil das ja mein eigenes Spiegelbild ist. Ja. Ich einmal den Schritt drüber gehe und dann sage ich, was für ein Norm lebt eigentlich mit dir, dass du hundertprozentig sicher weißt, wie dieser oder jener Mensch ist, den du dir ausdenkst, obwohl du den noch nie gesehen hast, noch nie gesprochen hast. Du reimst dir was zusammen aus oberflächlich im Vorbeigehen aufgesammelten Informationen, die du aus sehr einseitig berichtenden Medien oder Börsen oder Büchern hast. Jetzt kann ich Ja. wirklich sagen, es gibt kein Buch, keine Internetseite, modern gesprochen, wo irgendwas behauptet wird, wo ich dir nicht andere Seiten zeige, wo was anders behauptet wird. Was du natürlich sofort als falsch durchschaust, weil das ja unlogisch ist. Dass vielleicht deine eigene Logik der Fehler sein könnte, dass der zum Maßstab wird, dein Intellekt zum Maßstab wird für alles und jeden. Ja. Das ist der blaue Mensch. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Dieser blaue Mensch ist unser blaues Ich. Ein Konstrukt wäre ein Interpretationsprogramm, das sich keiner raussuchen konnte. Ja. Ich habe betont im letzten Selbstgespräch oder im vorletzten, du musst irgendwann einmal anfangen, nach deiner ureigensten Meinung zu suchen. Deine jetzige Meinung ist nicht deine Meinung, das ist Schwamminhalt, da hast du überhaupt keinen Einfluss drauf gehabt. Genau. Diese ureigenste Meinung, dass du nicht aus einem imaginären Außen, das du dir ausdenkst, wo du meinst, mit dem du nichts zu tun hast, in dich hineinschaufeln, sondern das musst du aus deinem tiefsten inneren Kern herausholen. Ja. Da musst du irgendwann noch mal merken, dass deine Meinung meine Meinung ist. Nicht die Meinung vom Udo natürlich jetzt, Ja, sondern die Meinung von dem, der uns alle ausdenkt. was denkt. Aber denkst du uns nicht aus? Sowieso. Das ist der große Unterschied. Dann Zirkelschluss. stehst du ganz alleine da und es ist dann, wenn man älter wird, zieht man sich immer mehr zurück von der Welt. Wirklich wahr. Ja. Das ist im Hinduismus. In den Upanishaden ist das das sogenannte Ashrama-System. Alle Religionen haben Recht. Aber wer hundertprozentig nicht Recht hat, sind die ganzen Gelehrten in der Welt, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Das ist alles, was weltlich ist. Ein Satguru, wenn sie immer wieder reinstellen. Ein ganz muffiges, nettes Kerlchen. Müssen wir überhaupt nicht drüber reden, aber das ist diese weltlichen Weisheiten, weil er das Weltliche gar nicht, das wirklich Wesentliche überhaupt nicht anspricht, Genau. wenn er seine Weisheiten von sich gibt. Ja. Ganz einfach mal wirklich begreifen, was hier in der Dora hier die ersten Gebote sind.
Mach dir kein Bild von dir selbst und mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Wie oft habe ich gesagt, die Bilder, deutsche Sprache, Vordersprache, BLDR, die Bilder, die du erlebst, sind in dir selber, in dem Gotteskind erweckt. Genau. Da ein Gotteskind ein Gott ist und es am Anfang heißt, mach dir kein Bild von Gott. Früher habe ich immer wieder gesagt, wenn Affen Kinder auf die Welt bringen, dann ist der Vater ist ein Affe und das Kind ist zwangsläufig auch ein Affe. Und wenn ein Gott ein Kind zeugt, dann ist es ein Gotteskind. Und ein Gotteskind ist genauso ein Gott wie der Vater, so wie das kleine Äffchen genauso ein Affe ist wie sein Vater. Genau. Und wenn es dann heißt, mach dir kein Bild von Gott, dann ist es absolut zu nehmen. Das heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Genau. Ja. Geht ja gar nicht. Und Gott ist kein Jozer. Mhm. Ist kein Former, der ist die Gnede. Ja. Der träumende Geist, der alles mit sich machen lässt. Drum kannst du als träumender Geist dir nicht raussuchen, was du träumst. Mhm. Du bist wirklich diese 200 Gramm rote Gnede, die ständig ihre Form verändert in deinem Traum, ohne dass sich an dir selber was verändert. Da geht es dann noch weiter. Also ein ausgedachter Gott oder der Gott der Welt, der Weltenschöpfer, Gott schöpft keine Welt. Es wird aus ihm geschöpft. Ja. Da brauchst du dann immer noch hier nochmal einen dritten dazu. Aber der dritte ist die Synthese. These, Antithese, Synthese. Genau. Der erste ist nichts, rot geschrieben. Ja. Der zweite ist auftauchendes Geschwätz. Und der dritte ist auch wieder nichts. Er. Ja. Genau. Unpersönlich. Das ist in der Grammatik schon, wenn man da ein bisschen eine Ahnung hat. Ob das Wissen reduziert sich beim Menschen in geistlosen, weltlichen Sachen nachzuäffen. Ja. Und darum sind es bloß Sims, Simulationen von sich selbst. Genau. Ja. Das ist immer wieder, wo ich sage, das Wissen, Holofeeling, ist was Intimes. Es ist nicht, um die Figuren in deinem Traum zu beglücken. Genau. Es ist, ihr hört ihr tausendmal an, der Einzige, der einen Traum erlebt, ist der Geist, der träumt. Niemals irgendwelche Figuren, die im Traum in Erscheinung treten, die erleben nichts. Da musst du auch nicht sympathisieren oder mitleiden. Das ist jetzt auch so eine Sache, wo sich alles in einem sträubt. Ja. Ja, das Thema jetzt erst am Stammtisch mit der Irene, dann, wenn man an die eigenen Kinder denkt. Mhm. Ich sage, es ist ein Gedanke. Es ist ein Gedanke, wie wenn du an einen Stein denkst. Ja. Du urteilst schon wieder. Mhm. Jetzt sage ich aber, das heißt in keinster Weise, dass du an deiner Rolle was verändern musst. Mhm. Wenn du ein Kind hast. Mhm. Ich sage, die Rolle spielst du so, wie die Rolle dir das vorschreibt. Aber die höhere Ebene wirst du nicht betreten, wenn du das irgendwann einmal begreifst, dass Existieren das nie für die Ewigkeit erschaffen ist. Genau so ist es. Ja. Da ist nur einer. Nur einer kann ewig sein. Ja. Der kann sich als viele erleben, er bleibt aber trotzdem dieser Ein-Er. Das Nicht-Existierende, das erwacht. Ein-Er. Hebraisiert. Das Nicht-Existierende, das erwacht. Ja. Ja. Und dann zwangsläufig durch dieses Wachwerden zur Vielheit wird. Es kann nur einen geben. Der Heiländer. Ja, genau. Dann ist der Heilende auch OP. Ja. Mhm. Oh. Genau. Ja. Das Jenseits. Und das ist immer wieder. Und der sagt zu dir, ich bin du. Mhm. Ja. Das sage ich aber nicht zu irgendeiner existierenden Form. Mhm. Nicht zu irgendwas, was existiert. Ich sage es zu dem, der diese ganzen Existenzen aus sich heraushebt und vor sich hinstellt. Aus dem sie heraustreten. Treten. Die Existenzen. Genau. Und da ist die erste Schritt ist dieser träumende Geist. Nicht versuchen, andere zu überzeugen, ständig rechthaberisches Geschwätz, sondern es für sich selber im tiefsten Innern verstehen lernen. Und so, dann kann man nochmal müde werden, das anders zu erklären, aber jeden anderen, den du das erklärst, erklärst du es immer dir selber. Ja. Schau, wo die anderen sind. Angenommen, du schaust jetzt in den Chat rein und du machst dann einen drauf in dem Chat. Wo sind dann die anderen? Die sind doch bloß in dir drin, die denkst du dir doch schon wieder bloß aus. Genau. Ja.
durch dieses Wiederholen, durch das Studium wirst du wachsen. Erinnere dich einmal an die Phase, Toni, wo du hier das Wurzelwörterbuch des Hebräischen durchgearbeitet hast, Wort für Wort. Das, wenn du jetzt anschaust, Mensch, wann habe ich das eigentlich gemacht? Was für Arbeit ist das eigentlich? Jetzt. Wenn man sich die Mühe mal wieder macht, hier einfach mal beim Redo auf die Seite gehen und die alten Updates anschaut, was da alles drinsteht. Ja. Auch wenn viele Videos mittlerweile weg sind, die sind zwar immer noch drin, es geht ja nichts verloren, aber weil dort die Adressen sich ja ändern und durch diese Filterungen in der Welt jetzt mit Urheberschutz und all dem ganzen Zeug, dem wir uns jetzt ausdenken, existiert es, wenn wir es nicht denken? Sind das nicht auch bloß einfach wieder Gedanken, die auftauchen? Löst dich komplett davon, dass irgendwie, was du was denkst, irgendwie da außen war oder kommen kann oder jetzt da außen ist. Es ist jetzt, weil du es denkst, Punkt. Genau. Wenn wir Genau. im feinstofflichen Bereich sind. Und du wirst dann immer mehr merken, wenn du das einmal wirklich installiert hast, diese Weisheit, dass das auch komplett gilt für deine sinnlichen Wahrnehmungen und für die Sachen auf der Farbe, wie ich das sage. Und dann kannst du dich anfangen lassen, von deinem Leben zu überraschen, wenn du dich da mal auf Null gesetzt hast. Genau. Dann, wie ich immer sage, dann sitzt man zuerst einmal da, wie bestellt und nicht abholt, aber das Leben läuft, es läuft immer wieder weiter, die Gedanken laufen. Es ist wie das Wetter. Ja. So simple, einfache Beispiel. Das Leben ist wie das Wetter. Ja. Du hast null Einfluss drauf. Genau. Aber es ist so, wie es sein soll. Jeder Moment. Perfekt. Und du wirst es immer mehr merken, umso mehr du wirklich dich verlagerst auf dein Werte- und Interpretationssystem, das du ja zu durchschauen hast. Und in dem Moment, wo du das anfängst zu durchschauen, wirst du auch automatisch anfangen, das immer mehr zu vervollkommnen. Weil dir immer mehr die einseitigen Wertungen bewusst werden und du automatisch dann das Gegenteil mit dazu kriegst. Und Ja. das ist das Verändern vom Programm. Genau. Dann erweiterst du das Programm. Genau. Du wirst jetzt all das, was dir unmöglich erschienen ist, auch als möglich betrachten. Es muss nicht einmal sein, dass dir die Lösung sofort einfällt. Du musst das wissen, es gibt, was wir jetzt Lösung nennen. Ist ja schon wieder Lösung, hat ja schon was mit Existieren zu tun, mit Herausreden. Es ist, wenn du die Kategorie 2 verlassen hast, sind die Antworten eigentlich alle schon da. Ja. Ohne Wenn und Aber. Ja, einfach nur ja. Hier und jetzt. Jedes Problem löst sich mit dem nächsten Problem auf. Wenn ich weiß, was Problem bedeutet, das Vorgelegte. Jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Es ist keine Kunst, was Neues zu erschaffen. Das Problem ist, wieso wiederholt sich immer wieder das Alte? Wieso bleibe ich in der Fahrschule immer wieder sitzen, weil ich im Führerscheinprüfungsbogen die Fehler nicht erkenne? Weil ich letztendlich nicht das mache, auch in der Praxis, was der Fahrschullehrer von mir will. Wenn ich bei Rot nicht stehen bleibe, weil ich was Rot bedeutet, das ewige Hier und Jetzt, sondern weiter vor. Immer wieder weiter vor in den Gedanken. Wieder woanders hin mit den Gedanken hin vor. Und mir nicht bewusst ist, dass das, wo ich mir woanders hin denke, dass es nur Hier und Jetzt ist. Und wieder unbewusst an die Zukunft denke, ohne zu wissen, dass morgen um 10 Uhr Freibier gibt. Und wieder hochrechne, dass ich ein Coronavirus kriege oder dieses oder jenes. Was der Beetz jetzt schön macht, er liest ja viel, ich bin du und du bist ich. Es sind prophetische Schriften, das sind ganz, das wird in ganz einfachen Worten wird er alles erklärt. In ganz einfachen Worten, bloß das nimmt keiner für voll. Sind jetzt fast 25 Jahre alt. Ja, genau. Die ersten Bände. Und jetzt in dem Alter, nachdem er das über 20 Jahre studiert hat, ne Toni, jetzt kriegt man eigentlich ein Erschüttern, wie wenig man das für voll genommen hat, obwohl man eigentlich schon begeistert war beim ersten Mal lesen. Ja. Okay, du kannst nicht in die Tiefe gehen am Anfang. Du musst das immer wieder wiederholen. Das ist halt, so ist das Leben. Ja. Und dann kann man sich einfach überraschen lassen mit jedem neuen Moment, wenn man es fließen lässt. Man wird unendlich inspiriert. Ja. Diese einseitigen Rechthabereien der Menschen, das wird so banal, das geht dann, das ist wirklich so, es wird dann so gleichgültig. Genau. Vollkommen gleichgültig. Ja. Du
dass die gar nicht merken, was sie sich antun mit diesen ganzen Informationsquellen. Das ist eine Reifestufe. Ja. Wo jeder sich so erhaben ist, eine Arroganz in den Menschen, wo ich immer wieder sage, du wirst richtig wieder, ich benutze mal so negative Worte, dass diese Rechthaberei würde ich richtig anwidern beim Menschen. Und dann sage ich, das ist schon wieder, dann fängst du schon wieder an zu werden und dann mach einfach wie im Zoo. Wo ich sage, Tiere kann ich alle lieben, da wird der nicht auf die Idee, irgendein Tier was vorzuwerfen. Ja. Wenn ich einmal begriffen habe, was Tiere sind, die sind unschuldig. Ja. Ja. Sind einfach unschuldig. Auch das Krokodil, das die kleine süße Gazelle auffrisst. Es ist so, wie es erschaffen wurde. Wie die Charaktere in den Romanen, in den Grimmis, in den Märchen. Da muss ich keiner Figur, die ich mir ausdenke, vorwerfen, dass es so ist, wie sie von mir ausgedacht wird. Mhm. Und mir jetzt als bewusst ausgedachten Denker, als träumenden Geist, muss ich nicht vorwerfen, dass er das träumt, was er träumt. Diese Position muss ich in mir finden, sagst du mal, dass ich mich sogar über den träumenden Geist erhebe, als den ich mich jetzt bewusst denke. Solange du dich noch mit einem Körper verwechselst, den du am Leben erhalten willst, und zu Ärzten rennst, wo du meinst, dass irgendein Arzt in der tiefen Motivation irgendein Körper am Leben erhalten will, ein vollkommen sinnloses Unterfangen, dann wirst du auch immer mehr merken, dass das so verhurt ist. Es ist Sodom und Gomorra. Ja. Das ist Sodom und Gomorra, das ist die Welt vor der Sintflut. Ja. Alles wiederholt sich, nichts Neues im Prediger lesen. Es wiederholt sich immer und immer wieder in dem Traum, so lange bis du das verstehst und auf eine nächst höhere Ebene gehst. Das ist, wenn du wirklich wach wirst. Ja. Mhm. Das ist eine esoterische Erleuchtung. Bloß erleuchtet kann nie ein ausgedachter Mensch von dir werden. Nein. Der leuchtet, ist die Lampe im Projektor, die sich diese ganzen Menschen, auch die Erleuchteten, ausdenkt. Ja. Was ausgedacht ist, kann nicht erleuchtet sein, das ist immer nur Schattenlicht. Ja. Und die sind untrennbar, es ist Licht und es ist Licht. Nicht, es ist Licht und es war Licht. Da ist schon das chronologische Denken drin und dann bist du schon in der chronischen Krankheit des dich Zerfetzens und dich verstreuen, unbewussten Verstreuens in Raum und Zeit. Ja. Ja. Genau. Das ist das Intime, dieses Bewusstsein, wenn in dir wächst, wie wichtig du für die Welt bist, die du dir ausdenkst. Ohne dich wird es diese Welt gar nicht geben. Das ist der mich jetzt sprechen wird. Zu dem spreche ich, nicht zu irgendeinem Gedanken von dir. Du bist etwas, was nicht gedacht werden kann, darum bist du ewig. Ja. Das ist so tief, das musst du wiederholen, nicht hier Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama oder was sonst alles runtergepredigt wird, in ihrer Scheinheiligkeit. Das ist Scheiß, muss ich dir noch einspielen, bis du merkst, dass das Wahnsinnige sind. Ja, wirklich. Themen, wie sehr resonierst du noch mit dem ganzen Zeug? Gar nicht mehr. Saugst dich mit dem Dreck voll und denkst dir dann die Welt aus. Und du wirst dann merken, dass die Masken fallen. Das sind lauter solche Kleinigkeiten, wenn man wirklich einmal gecheckt hat, wer durch den Udo spricht. Ich mache jetzt extra mal den UP, ist da eh nochmal, ich spreche durch alle auch, die so in dir auftauchen. Wir sitzen am Stammtisch, eine kleine Geschichte. Ich erkläre was, die sind Ohr, Handvoll ist Ohr. Unser Frenge, der sitzt dort und hat den Kopfhörer auf und schaut sich Corona-Videos an, weil das offensichtlich wichtiger ist für ihn. All die Probleme, jeden Fehler, den du machst, wenn man da von vornherein, ich könnte zum Beispiel machen, hier mit dem Dampfershop zum Beispiel, die für Auf- und Abs, den habe ich ganz kleine Tipps gegeben. Ich mische mich ja überhaupt nicht ein. Die haben sie vollkommen ignoriert. Wenn er da auf mich gehört hätte, hätte er jetzt keine Probleme. Mhm. Überhaupt keine. Ja, ja. Aber die wussten alles besser. Besser. Du musst aber vorsichtig, ich sage nicht, das musst du unbedingt so machen. Wie ich weiß, treib dich nicht dahin. Das war ihm unlogisch, was ich ihm gesagt habe. Er hat normal gedacht. Das führt immer in den Abgrund. Ja. Ich habe nicht das geringste Problem damit. Genau. Und man hört dann auch auf, mitzuleiden. Es ist ein Spiel wie auf einem Schachbrett. Du schiebst Figuren hin und her. Die Frage ist, bist du der, der die Figuren schiebt, oder bist du der geschoben wird. Und
Das ist schon wieder Kategorie 2-Frage. Ja, genau. Ich kann durchaus die Fäden in der Hand halten, aber ich lasse euch selber dran ziehen. Ja. Und im Extremfall mische ich mich dann ein bisschen dagegen. Ja. Und dann kannst du ziehen, so viel du willst. Wenn ich den Faden festhalte, kannst du ziehen, so viel du willst, dann geht nichts. Und wenn ich an dem Faden ziehe, kannst du den Faden festhalten, so viel du willst, dann wird er sich trotzdem bewegen. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Ob du das glaubst oder nicht glaubst, ist mir vollkommen gleichgültig. So ist es. Ja, so ist das Leben. Ja. Jeder Augenblick ist der beste. Ich könnte so viel, Toni, so viele schöne Sachen zeigen, wenn du reingehst. Mir fällt da gerade immer ein, warte mal, wir sollten noch mal ganz kurz, ich tue mal meinen Bildschirm übertragen. Ja. Mal schauen, ich müsste jetzt eventuell, wenn mehr suchen. Oh, kleinen Moment, oh, wartet da mal. Mal rein. Verkehrt. Schau mal, das wäre ein gefundenes Fressen für dich. Das sind alles uralte hebräische Bücher in Faksimile. Da suchen wir jetzt mal was raus. Und zwar. Buch der Schöpfung. 894. Das sind lauter so alte Bücher, die Weisheiten, da kommt jetzt hier natürlich unheimlich viel Erklärung, zuerst einmal. Das ist alles nur Erklärungen vom Sefer Yetzirah. Ich will mal so eine Kleinigkeit hier zeigen, warte mal schnell, das ist alles nur Erklärung. Das ist, siehst du, wenn ich jetzt dort den Reiter sehe an der Seite, Ja. das ist nur Vorwort, alles nur Vorwort. Und jetzt kommt eigentlich diese Sefer Yetzirah. Diese 32 verborgenen Wege. Ja. Oder was wollte ich dir jetzt zeigen? Schau, wir gehen da mal in den zweiten Vers rein. 10 Zahlen ohne etwas, 22 Großbuchstaben, bla 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 bla. Und da geht es jetzt, du merkst, da ist jetzt hier schon Masora mit dabei. Und jetzt mache ich Folgendes, dass ich den dennoch aufmache. Ich habe jetzt da was, das hat, glaube ich, bloß der Redo und ich. Und zwar haben wir hier diesen Text in den Denach reinkaut, schau, das sehen wir jetzt hier, dass wir es übersetzen können. Siehst du? Wir haben Ja. natürlich jetzt kein Deutsch dabei, wenn ich jetzt hier die Bücher einschalte, du ist der Plus der von der Bibel, das ist Ja. jetzt der Text, aber es funktioniert diese Übersetzungsfunktion. Schau, du wirst jetzt merken, wenn ich darüber springe, das ist jetzt der zweite Vers hier, siehst du? 10 Zahlen. Genau. Ohne etwas. Auch wie das hier schon wieder einseitig durch diese Masora-Bündchen verkehrt übersetzt ist. Es wird nämlich sehr, sehr interessant. Wir schauen jetzt da ganz kurz einmal rein. Das ist jetzt hier diese 2, 10 Zahlen. Sephirot, siehst du es? Ja, Ja. ja, ja. Und da geht es jetzt dann schon los, dass die Zahl hier heißt 2, 10. Ne? Das ist das hebräische Wort für 10. Was aber hier ganz wichtig ist, dasselbe Wort hast du auch Reichtum. Schau da unten. In jedem Wörterbuch. Genau. Aber Reichtum ist ja Hey, Reichet. genau. Das ist diese Spiegelkollektion. Genau. Und jetzt springe ich da mal ganz kurz her. Und unser Dumm haben wir ja schon so oft gehabt. Das Ja. Grundradix ist DM. Gehen, Das ist die Frömmigkeit, die Ganzheit, das Glück, natürlich auch die Ahnungslosigkeit. Wir haben ja immer Rot und Blau. ja. Und das müssen wir natürlich dann rot machen, der Reichtum. Und jetzt hast du die Ganzheit, die Rechtschaffenheit, die Vollständigkeit. Das ist der kleine Gott, wenn er wirklich ein kleines Ich, ein rotes Ich geworden ist. Ja. Das ist die Ganzheit, die Vollständigkeit. Okay, wir haben praktisch den Reichtum, das ist das J, rot. Das Ja. bist du, das ist das rote Ich, die Lampe im Projektor. Genau. Das ist jetzt hier, und dann haben wir hier. Da sind jetzt viele, kommen nicht im Wörterbuch vor, heißt es deshalb, weil hier in dem Denach nur das Denach-Wörterbuch benutzt wird. Selbstverständlich kommen die Sephirot
Ja. Wenn wir die hier reingeben, ja. Das ist natürlich selbstverständlich in unserem Wörterbuch drin. Das sind die Sphären, die Zählungen, die Zeitrechnungen, die Zahlen, kommen von Zephyr, die Sphäre. Und Sphäre, Saphira, ist ja die Kugel. Ja. Kommt das wieder wie eine Welle. Ja. Das heißt aber auch der Ball. Das heißt, in Gott ist das Licht, das wir uns ausdenken. Da haben wir jetzt die zwei. Es ist Licht und es ist Licht. BA heißt ja das Kommen von BA alleine. Rot geschrieben im Schöpfer ist ein rotes Licht und der Schöpfer ist All. Ja. Und das blaue Licht. Das ist die Stelle. Das steckt da schon mit drin. Und die Himmelskugel, das heißt jetzt das Meer von Gott, ja, genau. Und eine raumzeitliche, wie eine Welle, die Himmelskugel. Die 10 göttlichen Emanationen. Okay? Ja. Jetzt springen wir da mal nochmal mit rein. Jetzt können wir einzeln machen. Sefi, das können wir jetzt, die Unterteile sind ja mit drin. Ja. Das können wir jetzt übersetzen. Das ist das erste Mal, das heißt auch Becken. Das sind die polaren Ecken. Und das ist meine Schwelle, die logische Welle. Ja, genau. KGL, wie eine Welle. Und dann haben wir dieses Root. Das ist die Drängung, die Labung. Diese Welle labt dich. Da ist noch wesentlich mehr mit drin, wenn wir das jetzt insgesamt machen. Und dann geht es weiter. Und das Heilige, das Tadellose, das Allheilige. Ja. Von ihm. Er ist immer dasselbe, er ist immer das Heilige. Und jetzt kommt dieses Erschaffen von Gott. Ja. Okay? Ich gehe mal da, dann sieht man das nochmal. Die Zahlen ohne etwas. Ja. Nochmal hier. Sefer 2. Da sind wir, bin ich eins rübergelaufen. Ja. Dieses ohne etwas, schau mal, ohne nicht was, nichts, nicht da haben. Bremsen, stoppen heißt es, das ist externes Langentscheid. Das heißt, du musst die ganze Bewegung in dir stoppen, dass du wieder dieses Nichts wirst. Nicht etwas, das absolute Nichts. Ja. Ohne irgendetwas, die Vernichtung, das absolute Ende. Und das hin heißt was? Was ist das eigentlich? Wir können jetzt hier, und jetzt kommt dann die 22, da heißt es immer im Hebräischen, heißt es hier, das ist und 20. Ja. 20 schreibt sich Ese, ist 10. Ja. Das 10 und ein Yom, das hinten ist eine Dualendung, hast dann 2 Zehner und 2. Das ist das hebräische Wort für 2. Ja. Okay? Aber jetzt ist es auch hier unter Reichtum des Meeres. Die Reichtümer sind aufgespannte, logische, da haben wir unser Shit. Ja. Die Grundform von Shit. Etwas einsetzen, hinstellen, legen, bestimmen, setzen, ein Fundament des Meeres. Das ist die Reichtümer des Meeres, sind aufgespannte logische Erscheinungen des Meeres. Das sind die Reichtümer, Reichtümer, das sind die Spiegelungen. Genau. Das ist immer das Verrückte, dass wir in unserem Reichtum, das, wenn man mal drauf hat, schau, in diesem Reichtum habe ich ja auch dieses Rei, wird in Schrecken versetzt. Ja. Die Idee steckt ja mit drin, dieses Ich. Ja. Und das ist eine ganz, ganz simple Metapher, wo ich sage, diese Metapher, wenn ich einmal verstehe, wenn man hier tiefer reingeht, dass du das jetzt umsetzen kannst in alle Sprachsysteme. Das, was hier überbleibt, das ist zwar irgendwie richtig, aber im Hintergrund ist eigentlich die komplette Erklärung dabei. Das ist das, was ich immer mit Holofeeling sage. Genau. Ja. Und darum ist alles perfekt. Wunderbar. Wenn man die Grundlagen nicht hat, versteht man das nicht. Die musst du auch nicht wissen. Die werden in dir auftauchen, wenn du die Reife dazu hast. Und die Reife dazu hast du, wenn du neugierig drauf hast. Und solange dich andere Sachen mehr interessieren. Ja. Das ist das Weltliche. Da musst du durch. Ein Kind spielt und es interessiert sich nicht für Sexualität, sondern mehr für Barbie-Puppen. Ja.
Und irgendwann werden dich die Barbie-Puppen nicht mehr interessieren, wenn du ein Mädchen, die Rolle eines Mädchens spielst, sondern die Männer. Und dich wird die Karriere auch nicht mehr interessieren, sondern die Frauen. Du verlagerst dich immer wieder. Und wenn du in die Wechseljahre kommst, wenn du in die Wechseljahre kommst, Jahr heißt ja Shin und He, heißt auch schlafen, das hebräische Wort, tausendmal erwähnt. Es ist die Wechsel, die Jahre wechseln jetzt. Und da haben wir im Jahr haben wir ja schon JA, der göttliche Schöpfer, und HR hast die wahrgenommene Berechnung. Die wechselt halt ständig. Dann wirst du anfangen, dich für wieder was anderes zu interessieren. Das ist dieser Satz, wo ich immer wieder bringe, dass also hier von 1 Million Menschen, die du dir ausdenkst, waren 999. 1999 waren alt und senil. Das sind die, die ich mir jetzt ausdenke in die Altersheime, die sich wie kleine Kinder wieder die Windeln vollscheißen. Weil sie das Leben, jetzt noch immer dran denken, die mir uns jetzt ausdenken, sind so, wie wir sie ausdenken, keine Schutzzuweisung. Schau mal, wer jetzt da dazukommt. Hi, Fedi. Ah. Ja, sowas. Grüß Hallo. euch. Schön. Ansonsten Fragen? Wir wollten nur mal Die wieder. Quintessenz und die vier, das ist ganz nett. Ich bin gerade am Reden, ich rede ganz einfach weiter. Das ist so ein altes Beispiel, wenn man mit dem Überfluss von Samen, von 1 Million Samenfädchen, göttliche Samenfädchen, der Mensch ist ja ein göttliches Samenfädchen, an meine Metapher denken. Und du musst in dem Leben das Ei suchen. Und von 1 Million waren 999.999, die suchen nicht nach dem Ei. Das Und das ist sind die, die du in den Altersheimen hast, die alt und senil werden und sich wieder die Windeln vollscheißen wie kleine Kinder. Und sich auflösen. ja. Das ist ein Samen. Und jetzt könnte ich mein Gleichnis mit dem Sämann bringen als Jesus. Es ist so unendlich tief. Es wird Samen ausgestreut. Wo fällt der Samen hin? Wenn wir das Gleichnis vom Sämann nehmen. Ja. Wenn man das einmal wirklich sich durchliest, da ist genau die Situation, wo wirst du groß, wo saugt sich dein Schwamm voll? Selber denken, einfach mal auf dich wirken lassen. Und du ein Allereinziger, der wird wach, der fängt dann wirklich zum Suchen an im Alter. Das sind die wenigen, wo du merkst, die sind geistig absolut frisch. Das heißt nicht, dass man deswegen nicht vergesslich wird, habe ich immer wieder gesagt. Es geht doch nicht um dieses vergängliche Wissen. Wissen ist deine Information. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist etwas, was du weißt. Du kannst nur das wissen, was jetzt für dich existiert. Das heißt, hinter dir ist erst dann ein Kachelofen oder ein Schrank, wenn ich jetzt das ausspreche, obwohl der die ganze Zeit da ist, rot geschrieben. Aber existieren, Wissen, das, was man weiß, ist das Existierende, das einer ständigen Verwandlung unterliegt. Das Thema erkläre ich dir gebetsmühlenhaft. Wenn du das jetzt wiederhörst und sagst, das hat er ja schon tausendmal erklärt, du hast es nicht verstanden, sonst wäre jetzt dieses Video gar nicht in dir auftaucht. Das Bewusstsein ist wichtig, dass du der was, der merkt, dass du vergisst, dass derjenige, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, dass der vergesslich wird. Du musst der werden, der es merkt. Und hüte dich, das Wissen festhalten zu wollen. Weil wenn ich es dir wegnehme, will ich dir was Neues geben. Und wenn du das Alte festhalten willst, kriegst du von mir nichts Neues. Wenn du dein altes Leben versuchst, am Leben zu halten, verlierst du deine ewige Seele. Wahrlich, ich sage dir, wenn du versuchst, dein Leben am Leben zu halten, verlierst du deine Seele. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du ein vollkommen neues. Das sind ewige Weisheiten. Jenseits diesen ganzen religiösen Geschwätz, was Pfarrer dir erzählen, die sprechen dieselben Worte, aber die geben dir die Erklärung nicht dazu. Auch der Sadhguru, wo ich heute gesagt habe, lustiges, knuffiges Kerlchen. Aber seine ganzen Erklärungen bauen auf Raumzeit auf, ohne darauf hinzuweisen, dass es keine Vergangenheit gegeben hat. Stimmt. Wenn Vergangenheit ist, ist es ja jetzt, weil du sie denkst. Und das, was du jetzt denkst, egal wo du dir das hindenkst, es ist hier und jetzt und es ist, weil du es denkst. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. Und wenn du es denkst, ist es auch weg. Anders. Weg, genau. Weg und weg. Das ist halt die Eigenart der Sprache, wenn ich anfing, vollkommen zu denken.
wenn ich die Kategorie 2 überwunden habe und die Kategorie 1. Was ist, ist hier und ist es ist jetzt. Mhm. Und wenn ich es nicht mehr denke, ist es auch noch hier und jetzt, aber im roten Bereich. Ja. Mhm. Es ist eine Seinsmöglichkeit. Mhm. Und in der Möglich, da steckt das Mög, steckt der gestaltgewordene Geist, das ist die Magie. Magie. Du bist ein Magier. Mhm. Du musst zu einem bewussten Magier werden. Ein Magier bist du schon immer gewesen. Aber das macht ja dein Glaube, unser AOB. Beschwörung von toten Geistern bringe ich nicht weiter. Genau. Weil die unbewusst erschaffen. Genau. Weißt du, es ist so einfach, dass ich sage jetzt mit Worten, dir fällt irgendwas ein. Ich mache jetzt das einmal für dich. Ich sage jetzt wieder, jetzt denk mal an den Osterhasen oder an den Alphedon. Was ist der Unterschied? Es ist kein Unterschied. Glaubst du, dass der Osterhase da außen rumläuft? Glaubst du, dass der Eiffelturm jetzt irgendwo da außen ist? Und dann höre ich wieder, ich werde dir beweisen. Das ist ja keine Kunst. Wenn du es glaubst, kannst du den materialisieren. Der wird aber hier und jetzt sein. Ja, eben. Bloß dann denkst du den, wie du zu sein glaubst, nach Paris und sagst, jetzt bin ich in Paris. Nein, das Paris ist in dir. Das ist jetzt schon in dir, wenn du dran denkst. Um das auf die VR-Brille zu holen, schreib dir über dein Programm vor, viele Bilder auszuwechseln, was du die Reihe C, das Spiegelsehen nennst. Du rastest durch viele Spiegel durch, wie wenn ich jetzt einen Spiegeltunnel vor mir aufbaue und ich zähle die durch. 1, 2, 3, 4, 5, das sind Einzelbilder, bis ich dann irgendwo einmal das so und so finde, Bild ist dann der Eiffelturm, weil ich dann bin ich woanders in Paris. Ja. Das spitzt sich aber alles hier und jetzt in dir ab. Ja. Die schöne Metapher mit den zwei Parallelspiegeln, wo der eine rund ist und der vor dir immer kleiner in der Unendlichkeit, in dem Punkt unendlich klein wird, zusammenfällt und zwangsläufig rückwärts gesehen unendlich groß wird. Ja. Jetzt musst du wissen, dass das ein Kreis ist, weil das unendlich kleine und das unendlich große dasselbe ist. Richtig. Du musst es akzeptieren lernen. Oh ja. Und du kannst dich nur wieder beobachten, wie dein Interesse wieder sich in die Welt verstreut, wie du wieder Kleinigkeiten machst und du kannst alles sehr geistreich machen. Mhm. Man kann sich mit den banalsten Sachen umgeben, ja, wenn ich immer so auch Trash-Fernsehsendungen, die kannst du durchaus anschauen und was Hochgeistiges draus machen, das extrem lehrreich ist und dann kannst du dir wieder einen Lösch reinziehen, was angebliche hochwertige wissenschaftliche Sendungen nutzt, das ist so ein dummer, kleingeistiger Dünnschiss. Ja. Alles, was ich widerspricht, wird auf der höheren Ebene eins. Sag doch immer wieder, dreh alles, was du jetzt bewertest, schau, mach dir deine Bewertung bewusst und dreh das genau um 180 Grad. Ja. Mhm. Da beginnt die große Kunst. Ja. Einfach mach ein Spiel draus. Genau. Dass du jetzt erst einmal bewusst machst, dass du jetzt hundertprozentig sicher bist, dass das gut ist, dann muss umso mehr dir das als gut erscheint, muss dir das auch schlecht erscheinen können, logisch. Ich habe das schon mal gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel meinst, der Udo ist ein ganzer Guter, der meint es bloß gut mit dir, der hilft mir zu überleben, dann sage ich, nee, da muss was Negatives da sein, ich werde dich komplett zerstören, dass du das werden kannst, was du eigentlich bist. Das, was du so sein glaubst, werde ich komplett dir wegnehmen. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Die Frage ist, ob du es freiwillig hergibst, dann geht es komplett schmerzfrei und du kriegst es neu und wenn du es festhältst, reißt du dich selbst in Stücke. Ich werde es trotzdem wegnehmen und dann kriegst du das dann nochmal. Solange bis du es loslassen lernst. Göttliche Erziehung. Immer dran denken, was an den jungen Jahren ganz schlimm erscheint, sieht man aus der höheren Ebene, wenn man älter wird, ganz anders. Absolut. Ich weiß nicht, wieso mir jetzt wieder mein altes Barbie-Puppen-Beispiel einfällt, wo die Kleine hier Tränen überströmt. Man meint, es ist ein Weltuntergang so heute, weil sie die Barbie-Puppe nicht kriegt, die sie haben will im Spielzeugladen. Leidet das Kind? Offensichtlich eine Interpretation einer Erscheinung auf der Farbe schon. Schau dir das Gesicht an. Das ist Leid und Schreien und Tränen laufen rund. Es muss was ganz Schreckliches in den kleinen Kopf ablaufen. Ist ja verständlich, wenn du diese hochgeliebte Puppe nicht bekommst, die man unbedingt zum Überleben braucht. Das ist wie eine Droge. Ja. Mach die Logik. Ist auch eine Logik. Mhm.
Ja. Aber wie sieht man das, wenn man erwachsen ist? Und du wirst irgendwann einmal lernen müssen, dass all das, was du jetzt genauso Empfindungen in dir aufbaust mit dieser Logik, die du zu durchschauen hast, von einer nächsthöheren Ebene in deiner geistigen Entwicklung, du genauso drüber schmunzelst, das ist das Barbie-Book-Beispiel. Ja. Da wirst du dann wieder chronologisch gedacht 15, 20 Jahre warten, bis du sagst, was ist das für Kindergarten? Lass doch gleich los. Ja. Ich bin wieder bei meinem Lieblingsthema, beim Loslassen. Loslassen. Ja. Das Lola. Wieder, wir wissen das. Ja. Das stimmt, ja. Ja. Ja, ich kann immer wieder bloß die Sachen erzählen. Es wird jetzt nichts nützen, dass wir hier in die Sprache reingehen. Das kann man selber machen. Wenn du neugierig wirst, würde ich dich inspirieren ohne Ende. Es funktioniert. Und ich betone immer wieder, wenn du kein Interesse daran hast, dann lass es, weil dann wäre es Kaufmannsdenken. Ja. Dass jetzt deine Logik dir sagt, ich muss das wissen. Lerne das, was du zu lernen hast, die Babyschritte. Genau. Lerne dich zuerst einmal so zu beobachten, dass dir bewusst wird, dass du dich wieder aufregst. Welcher nichts. Ja. Und lerne dir bewusst zu machen, wie hartnäckig dein Programm noch an gewissen Meinungen festhält. Dazu gehört auch die Meinung, dass dir was bewusst wird, was du nicht haben willst, und dann versuchst du, den Gedanken loszuwerden. Loslassen ist nicht, dass man was loshaben will. So kriegst du die Sachen nicht los. Ganz im Gegenteil. Ich sage immer wieder, sobald du was bekämpfst oder was loshaben willst, denkst du ständig an das, was du bekämpfst oder was du loshaben willst. Ja, so ist es. Diesen Satz begreifen ist einfach. Den verstehen und installieren ist was ganz, ganz anderes. Du wirst merken, umso mehr dir was auf den Keks geht, umso hartnäckig wird sich dieser Gedanke in deinem Kopf wiederholen. Kannst du täglich erfahren, vor allem wenn es dann noch verbunden ist mit irgendeiner Angst. Mit irgendeinem Ärger. Auch wenn du dich über was ärgerst, dass du ganz massiv mit irgendeinem einseitigen Zustand nicht einverstanden bist. Dann wiederholt sich das und wiederholt sich das und wiederholt sich das. Ja. Und wenn du genau das Gegenteil machst von dem, was dir logisch erscheint, wenn du das kannst, und dann noch verstehst, wenn du auf dem Weg zur anderen Seite bist, in der Mitte stehen zu bleiben, dann löst es sich auf. Ja. Diese Balance, von der ich am Anfang gesprochen habe. Ja. Um diesen Punkt zu verharren. Genau. Der den absoluten Frieden darstellt. Mhm. Weil er weder nach der einen noch der anderen Seite ausschlägt, wenn er ausschlägt, schlägt er nach beiden Seiten gleichzeitig aus. Das ist der Balance-Stange. Ja. Die wird nur ganz leicht. Bleibt aber immer im Gleichgewicht. Die Waage. Ja, so ist das Leben. Was gibt es bei den Fittings Neues? Irgendwas Geistreiches? Ich habe die Neo-Apokalypse jetzt nochmal zweimal durchgearbeitet. Und das finde ich immer so schön. Der letzte Satz, hast du jetzt auch angesprochen, da heißt so, nun ist eigentlich alles gesagt und Schluss. Man muss es eigentlich mit Leben erfüllen. Es ist alles gesagt, oder? Man muss es leben, wirklich. Aktiv ins Leben einbringen. Genau. In tausende verschiedene Variationen gesorgt, Peter. Ja, wirklich. Das fiel mir so. Was ich immer wieder Holofeeling ist immer wieder die zwei Seiten, dass das auf der anderen Seite so unendlich einfache Sätze sind. Unendlich kindergartengerechte einfache Sätze, die man einfach nicht ums Verrecken holen für wahr hält, aufgrund der anerzogenen Logik. Und auf der anderen Seite dieser unendliche Komplex der Vordersprache, sagen wir mal, der göttlichen Programmierung, wie die göttliche Matrix funktioniert. Wobei ich immer wieder sage, selbst das, was drinsteht, ist extrem gezippt, die Holo-Arithmetik. Das sind nur Appetithäppchen, zu merken, was da für ein fantastisches System im Hintergrund ist. In Bezug jetzt auch, wenn ich noch materialistisch stecke, in Bezug auf die Physik mit den ganzen Formeln. Dass ich tausendmal sage, die Physikbücher und die Chemiebücher sind genauso heilige Schriften wie die Upanishaden oder die Dora oder der Tenach oder der Koran. Muss ich immer noch wissen, ob es Untersysteme sind. Das Neue Testament und der Koran sind ja zwei Untersysteme. Naja. Aus der Dora heraus. Ja. Der Tenach wäre dann ein drittes, aber
Da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, wo da die Unterschiede liegen. Die Grundwurzel ist zuerst einmal hier diese Dora in unserem westlichen Bereich. Mhm. Der westliche Bereich sind es die Upanishad. Ja. Genau genommen ist es das Tao, die King, vereinfacht. Jetzt, wir machen schon wieder, das sind wie Übersetzungen. Ja. Es steht überall dasselbe drin. Ja. Und jetzt kommt das Verrückte, dass ja hier die Weltreligion in deiner Traumwelt ist die Naturwissenschaft. Mhm. Absolut. Und so wie die klassischen Religionen komplett verkehrt interpretieren. Seid ihr noch dran, Donis? Ja, ja. Ja, die Fälle sind eingefroren, aber das ist jetzt wahrscheinlich. Dass also hier ich immer wieder so auch die Schwierigkeit sind, diese einseitigen Auslegungen. Ja. Mhm. Das ist das Köstliche im Koran, ich habe da schon hingewiesen, ich tue das einmal frei übersetzen, wenn du hier das lesen musst. Am Anfang heißt es hier, da sagt wir, Allah nennt sich ja immer wir. Ich habe das früher schon gesagt, wenn man den Koran richtig übersetzt, Allah ist keine Einzelperson, sondern der nennt sich wir. Ich nenne uns ja auch wir Geistesfunk. Das ist dieses rote Wir, dieses Kollektiv, das eigentlich ein Singular ist, eine Einzelperson. Mhm. Weil Geistesfunk sind ja nur ein Geist. Mhm. Und das ist all, dieses Nichts wird La, wird auseinandergeschmissen. Das heißt einmal rot noch zu vielen Geistesfunk, darum nennt sich Allah wir. Wir haben euch zuerst einmal hier die 10 Bücher Moses gegeben. Ja. Das ist also hier ganz, ganz wichtig. Die 5 Bücher Moses, die 10 Bücher sollen mit den 10 Geboten. So rum wollte ich sagen. Ja. Wir haben euch die 10, warum haltet ihr euch nicht dran? Kannst du gerne mal die Stelle raussuchen. Ziemlich am Anfang vom Koran. Warum haltet ihr nicht dran? Die Juden haben diese 10 Gebote, Mose, von Gott bekommen und die halten sich nicht dran. Die Christen haben diese Gebote und die halten sich nicht dran. Und jetzt ist es interessant, geschickt umschrieben und dann gibt es noch welche, die glauben hundertprozentig sicher, sie wissen, was Allah von ihnen will und die halten sich auch nicht an diese 10 Gebote. Damit meine ich die Moslems selber. Ja. Genau, genau. Okay. Und ich verweise immer wieder auf diese schöne Sure 2, Vers 191, 92. Ich habe hier im Du bist ich, wenn du liest, ist es im Vergleich zu manchen Koransuren, ist es um 1, 191, 92 verschoben. Das erkläre ich dir auch, wenn du nachschaust, weil es gibt verschiedene Koranausgaben, wo diese erste Zeile weglassen wird oder mitgezählt wird, muss man aber nicht wissen. Und da ist in der freien Übersetzung, das steht in den Ohrenbarungen schon drin, niemand Koran in der Hand. Tötet eure Religionen, weil sie euch unfrei machen, sagt Allah. Aber dann verbessert er sich, sagt hier diese Vielheit, töten, sagt er nein, vertreibt sie, vertreiben ist besser als töten. Vertreibt sie aus eurem Kopf. Aber lasst sie auch als ein Gegenteil, wo ich jetzt in einem gewissen Maß mache. Alle Religionen. Religion heißt das Festmachen an irgendetwas. Genau. Keiner, wenn man ihn übersetzt, festmachen an Gott. Jeder hat eine andere Vorstellung von Gott. Mhm. Auch die Naturwissenschaft hat Gott. Wenn ich Gott definiere, der alles am Leben erhält, ist bei der Naturwissenschaft Gott Geld. Ja. Aber du musst jetzt feststellen, wenn ich sage, es gibt nur eine Weltreligion, das gilt auch für all die ganzen, ob du christliche Religionen nimmst, das geht nur um Geld. Es geht nur um Geld. Das sind weltliche Religionen, die mit Raumzeit arbeiten, mit Vergangenheit arbeiten. Weil sie das Wesentliche, das Ewige hier und jetzt überhaupt nicht verstanden haben. Stille stehen wir die Zeit. Christentum. Ja. Jetzt. Der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen und das Meer wird nicht mehr sein. Da habe ich schon darauf hingewiesen, dieser Satz aus der Johannes-Offenbarung. Ja, wenn doch der erste Himmel und die erste Erde vergehen, wieso wird dann nochmal erwähnt und das Meer wird nicht mehr sein, wenn doch die Erde vergeht, ist das Meer doch trotzdem weg. Wenn ich mir bei dem Wort Erde eine Kugel vorstelle, die sich um die Sonne herumdreht, weil mein Programm mir das vorschreibt. Es ist El Hayom, dieses Meer, aus dem alles entspringt, weil das was nicht Denkbares ist. Mach dir kein Bild von El Hayom, von Gott im Meer. Jetzt begreifst du, dass das noch nie existiert hat und nie existieren wird. Aber alles, was existiert, kommt aus diesem Meer, das nicht mehr sein wird. Das Geistige. Ja. Und der Menschensohn steht mit einem Bein, ich sage jetzt mal bewusst, im Meer. Du hast zwar auf dem Meer, aber AUB ist der Schöpfer UB.
Der auf dem Meer steht, steht eigentlich im Meer und mit dem anderen Bein auf dem Land. Und das Land nochmal für die diese Radix Land. L-A-N-D. A-N-D heißt, ich werde hin und her schwingen. Das heißt, das Licht, das zum Schwingen anfängt. Dieses Land ist immer ein Rand. Denk einfach dir zum Meer, geh auf die bildliche Symbolik. Dieser Rand, immer Berechnungen, sind Schöpfungen von existierenden Öffnungen, A-N-D, die fangen zum Schwingen an. Genau. Dieses Land ist unmittelbar durch den Rand von dem Immersein getrennt. Okay? Ja. Und da wird es jetzt natürlich interessant, dass das ja entweder aus Sand besteht, Gold, das Weltliche, das ist das, was schwingt, was geht, das ist Gold, ist das Weltliche, oder ein Fels, ein Kap, das ist unser Kaff. Ja. Dann bist du wie der Headbanger bei Skype, das Männchen, das immer gegen die Wand rennt. Okay. Das ist wie ein Spiegel. Da können wir jetzt noch wesentlich weitergehen und du merkst jetzt, dass in den ganzen Worten, die Bilder, wenn wir aus den Bildern Worten machen, dass hier eine allgemeine Radix im Hintergrund steht, das ist die Vordersprache. Absolut arithmetisch präzise. Und ich sage das, wenn man wissen will, du willst Beweise? Für was willst du einen Beweis? Dass das stimmt, dass jeder Moment vergeht, wenn du einen neuen Moment denkst? Schau doch einfach nur. Wie unendlich geistlos bist du eigentlich überhaupt, wenn du das nicht checkst? Dass ich immer wieder sage, das Geschwätz vom Zweiten, das deine Logik ist, das für dich ein Leben lang als hundertprozentig sicher bewiesen gegolten hat. Du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Es ist die komplette Naturwissenschaft vom Tisch. Aber jetzt komme ich zurück zur Religion, diese Rückbindung, Reliquie. Religio. Du bindest dich doch gar nicht an Gott, an diesen Ursprung. Geld. Du bindest dich an Satzungen. Ja. Wenn du Jude bist, dann bindest du dich an dieses Geschwätz deiner jüdischen Lehrer, die Dora und Denach total einseitig auslegen. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass sie raumzeitlich ausgelegt waren. Genau. Das ist sehr wichtig. Ja. Immer dran denken, egal was einer behauptet, der hat recht, der hat hundertprozentig recht, aber nur ein bisschen. Ja. Das heißt, wenn du zu einem Kabbalisten gehst und der dir die Kabbala im klassischen Sinn, so wie er es gelernt hat, die Frage ist immer wieder, ist er die Schüler eines Lehrers oder wo hat er es her? Ich, und jetzt meine ich den Brösel, ich war noch niemals auf irgendeinen Lehrgang, ich war noch niemals in meinem Leben bei irgendeinem Guru oder irgend sonst wo. Ich habe es aus mir selbst. Ganz, es ist mir eingefallen. Darum ist es auch vollkommen neu. Zwangsläufig studiert man dann, was die anderen glauben. Aber ich merke dann, das sind nur Teilfacetten. Es ist alles richtig. Ich kann niemals, wenn ich irgendjemanden kritisiere, bewerte, kann ich niemals sagen, dass das nicht stimmt, was er sagt. Ja. Denk an meinen Kabelstecker, wie der kommt in den Sinn. Einer behauptet, ein Auto ist ein Stück Schlauch. Der andere sagt, nein, ein Auto ist ein Spiegel. Der andere sagt, nein, das ist eine Schraube. Er hat doch ein bisschen recht. Das sind doch alles Teile von einem Auto. Oder was ein Auto ist, haben die offensichtlich keine Ahnung. Was das heilige Ganze ist, wissen die nicht. Ja. Wenn du weißt, was das heilige Ganze ist, wirst du nicht mehr sagen, ich bin ein Christ oder ich bin ein Moslem. Mhm. Ja. Ich bin der, der sich die ganzen Kacke ausdenkt. Ja. In ihrer eigenen Scheiße leben. Weil sie nachplappern. Gibt es doch in einem, ich bin du dann, selbst wenn du sagst, ich bin ein Christ, frage ich dich, was für einer? Du bist ja noch nicht mal ein Christ. Mhm. Ja. Du bist als Katholiker Christ oder als Protestant oder als Zeuge Jehovas. Du bist ein Untersystem von dem, was ich Christentum nenne. Aber wenn du dann den Punkt erreicht hast, dass du begriffen hast, dass das alles nur sich widersprechende in Detailauslegungen aufgrund von irgendwelchen Lehrern, die meinen, die wissen, wie man das einseitig auszulegen hat. Dass du dann nochmal begriffen hast, was ganzheitliches Christentum bedeutet, bist du immer noch nicht heilig, weil dann bist du kein Moslem. Bei den Moslem habe ich ja schöne Stellen, ich bin das für alle Religionen, ich bin ein Buddhist. Ja. Ein Nichtwissen, du lebst in einer Welt von Nichtwissen, von Idioten, dass du geistlos nachblabberst und streitest mit jedem, der nicht deiner Meinung ist. Nochmal, es gibt nichts Geistloseres wie einen einseitig rechthaberischen Menschen. Egal welches Wissen er in sich trägt. Und jetzt kommen wir zur Naturwissenschaft. Das ist eine Religion, die binden sich auch an Gesetze, an Juden. Ja.
an Einstein, an Max Planck. Mhm. Das sind genauso einseitige Schwätzer, die nicht wissen, was sie reden. Aber die haben alle recht. Das Schöne, wo ich jetzt reingestellt habe mit dem Lesch, mit dem absoluten Nullpunkt. Das ist schon, wenn du im absoluten Nullpunkt bist, ist kein Raum mehr da. Das steht in Physikbüchern, verstanden haben die das nicht, weil das Universum ja trotzdem da ist. Gut, vom Urknall war es natürlich noch nicht da, aber das, was das letztendlich heißt, und dann suchen sie nach der absoluten Geschwindigkeit, weil jetzt, umso schneller sich was bewegt, umso heißer wird es. Aber dann steigt die Masse, die Anziehung, mit der Masse steigt die Anziehung. Dann kommt er plötzlich mit dem schwarzen Loch. Was natürlich ganz interessant ist mit dem schwarzen Loch. Gehe ich in der Physik in Nullpunkt Gottes etwas ein? Weil ganz darf man ja nicht hin. Weil dann saugt sich ja das ganze Licht in einen einzigen Punkt raus, wo weder Raum noch Zeit ist. Das heißt, bei der höchsten Geschwindigkeit, bei der höchsten Hitze, Reibung, bei der höchsten Hitze existiert nämlich kein Raum mehr, weil alles Licht, alles, was ist, fällt in den Punkt rein. Die behaupten von dem Höchsten, was man überhaupt denken kann, dasselbe wie von dem Niedrigsten. Das Prinzip, wo ich dir erkläre, die Seiten, die Seiten, die sind letztendlich dasselbe, das ist der Mittelpunkt. Ja, absolut. Jetzt kann man natürlich das schwarze Loch sehr vielfältig machen, wenn man die Wärme mit der Bewegung gleichsetzt, dass ich immer wieder, pass mal auf, ich mache da ganz kurz nochmal. Dann machen wir ganz kurz nochmal hier diesen da. Schau, wenn wir jetzt das Wort schwarz machen. Da wird es jetzt schon mal sehr interessant. Wir haben zuerst mal unser Schwarz. Das kann ich ja so einzeln machen. Habt ihr das Bild? Ja. Okay. Das Schwarz wissen wir, das haben wir natürlich positiv und negativ. Das ist zuerst einmal die Nichtigkeit des Nichts. Ja. Das kann natürlich auch Trug sein. Eitles Falschheit. Wir bleiben jetzt ganz gezielt einmal in dem Nichts. Das ist das reichlich schwarz. Eigentlich, das ist übrigens ein Vokalzeichen. Das Schwarz wird eine Punktierung im Hebräischen, in der Gematria. Und Schwarz wird eigentlich ja so geschrieben, das A kann man weglassen, dann haben wir die Leere, die Nichtigkeit. Okay? Und dann haben wir noch Ares. Ares sage ich ja immer wieder, wenn ich das mit einem A schreibe, wenn ich das so schreibe, das Ares. Dann haben wir unsere Erde. Ja. Und die Erde ist erweckt, das Wissen. Genau. Die Wichtigkeit von erwecktem Wissen kann man lesen, aber man kann sagen, dass ich habe jetzt zweimal das A, habt ihr das gemerkt? Ah ja. Wir machen zuerst einmal unser Schwa. Ja. Das ist die Wichtigkeit, das Nichts. Und jetzt machen wir unser RZ, die berechnete Geburt dazu. Was heißt das? Wer weiß es von euch auch? Läufer, ja. Der Läufer, genau so ist es, Licht auf. Es ist das einmal, in dieser Nichtigkeit entsteht ein Lauf. Das Licht geht auf und es wird etwas erweckt. Auf und es wird etwas erweckt. Man kann auch lesen, das Licht auf dem Schöpfer UB. Genau. Oder zum Schöpfer UB auseinandergeschmissen, UB wird er wach. La, UB, wach. Ja. Und das Ganze ist natürlich jetzt immer, von Moment zu Moment, wenn was zum Laufen anfängt, wenn ein Film in dir läuft, wenn ein Film auf einer Leinwand läuft, ist jedes einzelne Bild, ein Bild ist ein Bild, beelet im Kind, Bruchstück, Beruch. Ja. Heißt, im Geist sind jetzt einzelne Stücke. Alles scheinen zu laufen. Genau. Aber das ist eine Illusion, von wo nach wo willst du laufen, wenn alles hier und jetzt ist. Wir tauschen bloß die Peripherie, wir tauschen die Bilder um uns herum aus. Und jedes Bild ist ein kleines Bruchstück von dem Nichts, von dem Schwach. Das ist schwarz. Ein Stück von dem Bruch. Okay? Ja. Schau her, jetzt habe ich das Hebräische Wort schwarz reingeschrieben. Das Ganze hat natürlich eine Bedeutung. In dem Moment, wo du nämlich zum Laufen anfängst, ist die Grundvoraussetzung, dass du zuerst einmal wach wirst. Okay? Ja. Und dann beginnt das große Morgengrauen. Was eigentlich eine Morgenröte ist, weil jetzt gibt es einen Sinn, einen Sinus. Ja, genau. Den Sinn mit zwei N. Ja. Ich gehe jetzt nicht wieder ins Lateinische rein. Nein. Und genau diese Wortbedeutung, Morgengrauen, Morgenröde, das ist auch das hebräische Wort für Schwarz, Shin Veores.
Ja. Das heißt aber auch, sich interessieren für etwas. In der Esse. In dir beginnt jetzt etwas zu sein, blau gelesen. Und das hast du zu essen. Ja. Du hast es zu sein. Holofeeling bedeutet das Gefühl, alles zu sein. Ich fange an, mich für alles zu interessieren, für jede Religion, für jede Meinung. Mach dir diese unendlich vielen Meinungen zu eigen, sage ich immer wieder. Ja. Man kann natürlich dieses Shinwaf, diese logische Verbindung wird zu erweckten Wissen, zu Ares, die Schöpfung einer berechneten Geburt, ARZ. Ja. Und das ist das Suchen, heißt ja auch Suchen, ein Suchen der Werden. Du suchst jetzt nach Sinn und Bedeutung in deinem Morgenruf. Schön, schön. Ja. Das können wir jetzt alles wundern, das ist alles perfekt. Ja. Alles ist perfekt. Absolut. Ich habe noch nie was anderes behauptet. Ja. Ja. Und Leid entsteht in dem Moment, wo du das vergisst, indem du in dem Wahn lebst, dass du meinst, du könntest meine göttliche Schöpfung besser machen, indem du irgendwas vernichtest oder irgendwas vertreibst aus deinem Bewusstsein. Mhm. Ja. Dein Bewusstsein ist alles. Das ist das heilige Ganze, zumindest wenn du Bewusstsein bist. Bist. Du legst dir unendlich viele Formen vor, Erlebnisse vor, die du selber erleben darfst, ohne dass dir dabei was passieren kann. Mhm. Solange du noch Angst hast vor irgendetwas, du hast letztendlich Angst vor deinen eigenen Informationen. Und jetzt kann der Udo wieder tausendmal sagen, wenn du doch wirklich verstanden hast, dass du immer bist, im Meer, und du schaust jetzt an deiner wogenden Oberfläche, ja, die ständig wechselnden Informationen an. Mhm. Da taucht jetzt eine Welle auf und das Meer sagt, boah, habe ich Angst vor dir. Ja, das ist herrlich. Das sind normale Menschenbäder. Das ist eben nicht das Herrlicht, sondern das ist Dunkellicht. Ja. Das ist Intellekt, das ist Religion. Oh, Wahnsinn. Wahnsinnige, genau. Wahnsinnig. Du bist immer bewusst. Und jetzt kommt der große Hammer. Du musst irgendwann akzeptieren, dass diese Wahnsinnigen die Spiegelbilder sind von dem Intellekt, den du ich nennst. Ja. Immer wieder mein Kind vorm Spiegel. Ja. Mir geht es ja nur so schlecht, weil die Welt so schlecht ist. Ja. Deine Welt so extrem schlecht, fehlerhaft, Schinnlicht echt. Dein logisches Licht erscheint dir vollkommen echt. Echt, ja. Echt mit hat D hin. Ja. Wer den Schrecken versetzt. Genau. Und wer macht es? Doch du selber. Ich. Weil du dich in einen einseitigen Glauben hineingesetzt hast und meinst, alle müssen diese Einseitigkeit glauben. Mhm. Das führt uns jetzt zu der Religion der Naturwissenschaft, dass diese ganzen Religionen binden sich an heilige Schriften, die auch heilige Schriften sind, wenn man die entzippt, dass ich immer wieder sage, da steht überall dasselbe drin, nicht das Gleiche. Mhm. Aber im Kern dasselbe. Mhm. Sehr wichtig. In allen heiligen Schriften, ob du mir ein Chemiebuch gibst, das Mendeleische Periodensystem, ob du mir ein Nidorra gibst, ob du mir ein Arithmetikbuch oder ein Physikbuch gibst, es steht überall im Kern dasselbe drin. Mhm. Oberflächlich einseitig ausgelegt, nicht einmal das Gleiche. Ja. Aber wenn wir tiefer gehen, denk an das H2O jetzt nur, um zu sagen. Ja. Schon in der Grundformel, in dem Aufbau des Mendeleischen Periodensystems, wo ich zigmal darauf eingegangen bin. Simpel kannst du umrechnen, kannst du Zahlen einsetzen und es wird immer stimmen. Denk an meine Farben, die Verbindung hier der hebräischen Farbnormen mit den physikalischen Farbfrequenzen. Das ist ein Nichts. Ja. Sind die meisten schon überfordert, das ist ein Amiskill. Genau. Der größte Koch gibt euch einen kleinen Schmaus, dass die jetzt erst einmal neugierig wird und dann appetitlich auf den großen Braten. Ja. Aber das machen wir dann im nächsten Leben. Ja. Okay. Auch meinem Beruf. Einverstanden. Ja, immer wieder, wenn ihr mal angebissen habt, mich kriegt ihr nicht so schnell los. Das ist natürlich ein göttliches Versprechen. Göttliche Versicherung. Wunderbar. Ich habe mich jetzt nicht an die Pixelmännchen gerichtet, sondern an den, der jetzt vom Computer sitzt und mich ausgibt. Ja. Wenn du darauf einlässt. Ja. Immer daran denken, dein Leben lassen wir unangetastet, lebt es weiter. Mir geht es nur darum, dass du jetzt zu dem bewussten Schauspieler wirst. Dass du ganz bewusst magst, dich beobachtest, was du spielst, was du magst, wie du reagierst. Mhm. Und dir
die Frage stellst, warum mache ich das jetzt eigentlich? Mhm. Dann kriegst du sofort von mir die Antwort. Wieder besser im Wissens oft. Ja. Weil dir das der Zweite immer noch aufzwingt. Weil ich immer noch unter Fuchtel dieses Intellekts, dieses Schwamminhalts, immer noch um diesen, an mir wurde Unzucht im Fleisch betrieben. Botschaft. Nochmal, die Unzucht ist die falsche Erziehung. Ja. Ja. Genau. Da haben wir übrigens wieder unsere Zucht ist Z. Waff, ZU. Ja, Befehl, Order. Das ist der Befehl, mhm. Und zwangsläufig ZD und der versetzt mich in Schrecken. Mhm. Mhm. Ja, passt wieder. Und bei mir wurde Unzucht im Fleisch, heißt Unzucht im Bescher, hebräisch geschrieben, in der göttlichen Botschaft betrieben. Ja. Das macht jeder Pfarrer und jeder, egal in welcher Religion, von der Physik und der Naturwissenschaft und der Medizin müssen wir ja gar nicht reden. Weil die von der göttlichen Botschaft ja gar nichts wissen wollen. Gerne. Also hütet euch vor Religionen und Sekten und Besserwissern. Den Weg, den ich dir vorschlage, musst du ganz alleine gehen. Ja, genau. Ganz alleine. Ja. Du Geist. Mhm. Eben. Mhm. Eben. Ganz intim. Ja. Du nichts und niemanden mitnehmen, wenn ich immer wieder sage. Und jetzt eine seitliche Aussage, du musst alles mitnehmen. Mhm. Es ist wie ein Wachwerdeprozess. Ja. Das, was du als Sterben oder Tod normal verstanden, die totale Auflösung dessen, was du zu sein glaubst. Die Auflösung des Körpers, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das ist eigentlich nur ein Wachwerden. Mhm. Du wirst jetzt ganz bewusst das, was du die ganze Zeit warst, nämlich ein träumender Geist. Mhm. Im Moment des Wachwerdens, das ist eigentlich das Verrückte, wenn ich immer sage, du kannst nichts mitnehmen. Jetzt, wie sieht es aus, was passiert mit dem ganzen Zeug, was dir im Traum erschienen ist? Es fällt in dem Moment alles in dich rein. Ja. Du gibst entweder alles mit oder gar nichts. Mhm. Wenn du nur gewisse Sachen mitnehmen willst, dann lasse ich dich noch im Stoff. Ja. Okay. Wir lassen dich nicht zurück. Bloß aber, wenn wir es mitnehmen, setzen wir das vorher zusammen. Mhm. Und durch das Zusammensetzen werden die Einzelteile was vollkommen Neues. Ja, das du jetzt weißt, dass jeder Gedanke, den du denkst, wenn ich immer sage, ein Puzzlestück von dir selbst ist, ein wichtiger Parameter von dir selbst ist. Wenn du die alle zusammengesetzt hast, bist du wieder das, was du schon im Meer bist. Bist. Mhm. Bist, genau. Bist. Nicht genau. Bist, ja. Bist. Ja. Das ist wieder Erinnerung an das, was du bist. Ja, ja, genau. Mhm. Und sobald du jetzt als Brüssel wieder sagst, ich hab's ja verstanden, hast du gar nichts verstanden. Weil dann wird dieser Brösel, dieser Mensch, dieser Körper, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, einfach nur ein Gedanke wie jeder andere Gedanke auch. Dann hast du dich komplett von dir gelöst. Ja. Es ist einer von unendlich vielen Gedanken. Ja. Jetzt lass mal es gut sein. Unglaublich. Wunderschön. Hat mich gefreut. Schön. Göttliche Botschaft. Oh, weil. Ja. Du bist immer noch ein runder Mensch, wie du immer sagst. Ja. Ja. Viel Spaß dran. Ja, danke, danke. Bye. Alles bestens. Alles bestens. Auf der blauen Ebene. Ja,